Servus Leute, noch im Haus, aber nicht mehr lange. Wir machen heute eine kleine Reise. Und ihr könntet mal Co-Pilot und Friedrich wecken. Ne, die sind schon wach. Jungs, was treibt ihr da so genau am Rechner? Tut jetzt so, als hättet ihr 3 Wochen durchgearbeitet. Das ist voll fake, die haben 3 Wochen durchgepennt. Wir sind Stand heute 3 Wochen hier in Weinsberg. Und jetzt wollen sie natürlich mit. Also, Moment mal, ne? 3 Wochen durchgeschlafen haben wir nicht ganz. Wir waren 1-2 Mal wach, weil so Gewitter war. Und Gewitter ist ja schon ein bisschen unheimlich für uns Pelzträger. Da wird's feucht, das ist nicht gut für den Pelz. Aber sonst stimmt's schon, wir hatten 3 entspannte Wochen im Bett. So eine Sommerschlafpause ist natürlich auch wichtig, denn jetzt geht's ja weiter. Heute und dann bald Richtung Messe nach Düsseldorf, dann in die Schweiz. Und dann, ach nee, das darf ich noch gar nicht sagen, aber es gibt Pläne für den Herbst. Und es wird, genau, dranbleiben, dann erfahrt das. Ich bin schon ganz aufgeregt. Und jetzt abfahrt! Und wohin geht's? Wir fahren erst kurz zu Timo, stoppen da und fahren dann weiter zu Mona und Nico. Und da machen wir morgen was. Wir könnten sagen, es geht ein wenig um Zottel. Und das, was wir da machen, machen wir eigentlich nur, weil ihr so viel davon geschrieben habt und mich erst auf die Idee gebracht habt. Worum es genau geht, dranbleiben, erfahrt das. Ich gucke jetzt mal, dass ich die 2 Bananenbieger hier irgendwie in Bewegung kriege. Ja, servus, seid ihr schon drin? Super, können wir los. Eins aber mal noch kurz angucken. Die Biotoy stand jetzt benutzt 3 Wochen rum. Man fragt sich, sieht's aus? Super. Trocken, kein Schimmel, keine Viecher, alles bestens. Die kann also auch mal mit brauner Masse drin einen Momentli stehen. Jetzt müssen wir noch die Project Camper Matte noch runter tun und dann abfahren. Die 2 hier, die sitzen schon und warten. Ah, die Lenkradsicherung von Steel ist auch noch dran. Wir haben Sicht und ein Hörbuch. Martin Walker, Troubadour, wird uns begleiten. Und der Co-Pilot, der ist auch so ein Troubadour. Wenn ihr den mal singen hört, meine Fresse. Abfahrt. Ups, wir brauchen AdBlue. Das müssen wir gleich noch tanken und Diesel auch. Sorry, Friedrich. Na, mal gucken, ob er noch will. Er will, er rollt. Sehr gut. Und so, wie ihr ihn jetzt heute noch nicht gesehen habt, seht ihr ihn auch nicht mehr. Der wird anders aussehen bald. Und ich bin jetzt echt 3 Wochen nicht Auto gefahren. Das ist praktisch ein neues Gefühl. Aber auch wieder schön on the road zu sein und bald sehen wir es dann auch wieder so richtig. Wir werden natürlich nicht zu Stuben huckern. Im Herbst, ja, im Herbst geht's wieder los. Hey, jetzt bin ich ja mal verwirrt. Das hier war immer ein Mac. Und jetzt ist das Burger King. Die haben die Filialen getauscht, oder was? Weinsberg hat einen Burger King. Ich bin... Ah, nee, der Mac ist auch noch da. Aha, jetzt gibt's hier beides. Ja, leck. Weinsberg, Großstadtmetropole, ist der Knaller. Und hier am Weinsberger Kreuz übrigens günstige Tankstelle. AdBlue nur 85 und der Diesel 1,57. Da lohnt sich's abfahren wirklich, wenn ihr hier vorbeikommt. Dieseltank gefüllt, AdBlue verschieben wir, dann blockiert durch LKW. Und wir kommen noch 700 Kilometer weiter. Das geht also. Wir jagen jetzt gen Stil. Wir fahren jetzt auf Stuttgart zu mit unseren Beef Goodrich AT Reifen dran. Und die sind ganz schön laut geworden jetzt in den letzten Monaten. Die sind abgefahren und ja, laut. Deswegen nutze ich da gerne Noise Cancelling Kopfhörer, gerade so auf langen, geradeaus Autobahnfahrten, und das Gehör eher weniger braucht. Die Rundumsicht habe ich ja über die Spiegel. Bei 120 haben wir momentan 81 bis 22 dB. Das lief wunderbar. Wir sind fast da. Kein Stau. Verkehr okay. Können wir uns nicht beklagen heute. Und hier sind wir, weil wir was abholen müssen. Das darf ich nicht vergessen vor lauter Hallo sagen und sonstigem, was so ansteht. Mal gucken, ob wir jemanden finden vor lauter Paketen. Da ist er. Willst du noch was sagen? Nee. Wir haben noch gar nicht Hallo gesagt. Ah, hi. Hallo. Und tschüss. Dann geht er wieder. Geht jetzt wieder. Kommen wir aber wieder. Morgen. Hm? Oder? Mhm. Morgen. Bei dir klingelt es in der Tasche. Ich muss noch was mitnehmen. Wer trägt das jetzt zum Auto, während ich filme? Jetzt Kundensupport machen. Oh, ein Kunde ruft an. Sehr gerne. Ja, das muss jetzt mit zu Österreich, Megamobil. Kann das kaputt gehen? Ich nehme es.
Immer gut, wenn man sein Personal hat. Träger leisten kann. Jo, haben Sie eingeladen, Timo. Cool. Bis morgen. Bis Ciao. Uns. Bring den Tag gut rum. Und wir fahren jetzt mal weiter. Tschö. Tschö. Ja, morgen dann hoffentlich irgendwie ein Döner aus der Ecke hier oder irgendwas anderes, aber wir pennen hier nochmal eine Nacht. Und wir fahren jetzt, wie schon gesagt, zu Mona und Nico, denn da wird morgen gearbeitet. Weiß ich, ob der Co-Pilot einen Fingerschlag macht oder nicht. Ob ich ran darf, weiß ich auch nicht, aber ja, bin gespannt und freue mich drauf. Willkommen in Österreich. Die Sonne scheint, schönstes Wetter. Wir sind gleich da. Das wäre geschafft, könnte man sagen. Angekommen. Und ich glaube, lang bleiben wir nicht. Wir gehen noch ein Happen essen jetzt. Und morgen geht's dann rund hier. So richtig. Sieht aber ehrlich gesagt ziemlich verlassen aus hier. Schall los. Oh. Hallo. Guten Tag. Alter Schwede, da habe ich jetzt mal Glück gehabt. Wieso? Ja, hier hocken Leute, die haben Hunger. Ja, ich auch. Wie sauber, wir können direkt weiter. Ja, Timo ist eigentlich schuld. Wir haben uns da verlabert ein bisschen. Verlabert. Hä? Was? Hat nichts mehr zu tun. Sehr jemand. Oh. Warte. Ja. Ich hab mal was zu essen gekriegt, dann muss man arbeiten hier. Alter. 2 Tonnen. So, wir fahren mal weg. Ich hab einen Hund. Super. Ja, ich hab jetzt noch ein bisschen mehr Hund. Der gibt doch ganz schön verarmen. Hör mal, aber. Ja, super. Entschuldigung, sitze ich auf deinem Platz. Und warum sind wir heute essen? Weil uns Friedrich eingeladen hat. Nicht mein kleiner Brauner, sondern ein anderer Friedrich. Ganz lieben Dank dafür. Es war hervorragend und super lecker. Ja, willkommen zurück in Zottel. Da sitze ich wieder. Essen war lecker. Sehr fein. Michis Café hier ums Eck. Immer wieder schön dort zu sitzen, mit netten Menschen und gutem Essen. Und jetzt, wie ihr seht, wieder in Zottel. Auch schön, nach 3 Wochen endlich mal wieder in Zottel unterwegs. Das kommt mir vor wie eine Ewigkeit, die ich nicht unterwegs war. Der Co-Pilot guckt ein bisschen sehnsüchtig aus dem Fenster. Ob er zu Lena will? Naja, Co-Pilot, heute nicht mehr. Es ist nach 22 Uhr und ich glaube, geht's mal Zähne putzen und dann so langsam ins Bett. Denn morgen wird ein harter, langer Tag. Ach, aber verdammt, ich muss da hinten noch das Bett beziehen. Und Friedrich hockt auch noch im Cockpit und weiß nicht, was der wieder treibt da. Ob er noch fahren will heute oder was er plant. Ist er schon auf der Flucht? Hat er Angst vor morgen? Und richtig geil, guckt euch mal den Mond an heute. Das ist ein super Mond. Eigentlich soll er irgendwie blau sein, ist er aber nicht wirklich. In Österreich sind halt die Dinge vielleicht etwas anders, aber er ist ganz schön groß und ziemlich voll. Und mit den Wolken, die an ihm vorüberziehen, sieht das auch sehr mystisch aus. Und ich hoffe, es kommen keine Werwölfe und Vampire heute vorbei. Ja, ich gehe jetzt mal Bett beziehen, ne? Das wäre geschafft. Bett bezogen. Ich kann schlafen und der Rest auch. Kopi ist stinkig, weil es nicht mehr zu Lena geht heute. Und Frieda, auf jetzt ins Bett mit dir. Wir fahren heute nirgendwo mehr hin. Und zu euch sage ich an dieser Stelle gute Nacht und bis morgen. Schaltet wieder ein, wird spannend. Wir machen was mit Zottel. Ciao. Frieda, auf jetzt.